Idylle pur, weg vom Verkehrsrauschen und das zwischen Stachus und Hauptbahnhof. Bereits seit 1812 bietet der alte Botanische Garten Entspannung rund um den Neptunbrunnen. So preist die Stadt diesen Ort an. Doch jetzt ist scheinbar das Böse rund um die Gottheit erwacht. Über 170 Münchner haben bei Stadtrat Michael Kuffers Angstraummelder im Internet den alten Botanischen Garten mit als Unort Nummer 1 gewählt und nicht nur den. Da hat es einen Haufen Neuigkeiten gegeben. Also wir kennen den Hauptbahnhof, wir kennen den Botanischen Garten, wir kennen den Sendlinger Torplatz. Aber gerade wenn Sie in die Peripherien, in die Stadtbezirke reingehen, da gibt es natürlich viele neue Erkenntnisse und vor allem auch eine nachvollziehbare Beschreibung derer, die dort jeden Tag vorbeigehen. Nicht nur hier in den Gängen des Ostbahnhofs, wo sich Betrunkene und Bettler aufhalten, werden laut Angstmelder Maßnahmen der Stadt gefordert. Thema Beleuchtung. Heller beleuchten, so beleuchten, dass weniger Schattenräume gibt, dass Schatten auch nicht unangenehm fallen. Also es geht auch nicht nur um Helligkeit, es geht auch um intelligente Beleuchtungskonzepte. Und da kann man, glaube ich, schon mit relativ einfachen Mitteln sehr viel erreichen. Manchmal reicht es natürlich auch nicht, da müssen wir tiefer einsteigen. So etwa am Hauptbahnhof, wo trotz Alkoholverbot und Vertreibung von Drogensüchtigen Gefahren lauern. Auch Kameras reichen oft nicht. Geht es nach Stadtrat Michael Kuffer, so sollen städtische uniformierte Beamte nach angemessener Ausbildung mit Waffen ausgestattet werden. Wenn die involviert werden oder Zeuge von schweren und schwersten Gewalttaten, bei denen Waffen im Spiel sind, beispielsweise Messerstechereien, dass sie dann, wenn sie das Eintreffen der Polizei nicht abwarten können, ohne Leben zu gefährden, dass sie dann effektiv eingreifen können. Und dazu braucht es auch eine entsprechende Bewaffnung. Der Kooperationspartner im Rathaus, SPD, fordert einen kommunalen Außendienst, bürgernah und serviceorientiert. Ein klares Nein zur Bewaffnung des kommunalen Außendienstes. Das staatliche Gewaltmonopol darf nicht aufgeweicht werden. Das muss einzig und allein Sache der Polizei bleiben. Wir fragen Passanten am Unort Nummer 1, dem Alten Botanischen Garten, nach Top-Unorten. Gerade jetzt hier im Alten Botanischen Garten halte ich mich eigentlich nur tagsüber auf, wenn die Sonne scheint und ich immer eine Mittagspause verbringe. Ansonsten bin ich gerade jetzt hier abends, wenn es dunkel ist und man sich vielleicht unwohl fühlen könnte, eigentlich seltener unterwegs, ja. Momentan fällt mir spontan eigentlich gar kein Platz ein. Tagsüber sowohl wie abends. Ich wohne in der Schellingstraße. Und da kann ich ruhig abends heimkommen, ohne dass ich Angst habe, da ist überhaupt kein. Also ich bewege mich halt nicht gerade am Bahnhof jetzt in der Nacht. In Kufflers Angstmelder werden rund 80 Unorte genannt. Auch der zentrale Omnibusbahnhof und die Hackerbrücke, wo sich Bettlerbanden ansammeln, sind auf der Liste ganz oben.